Hallo, ich bin Jochen Risch, Rechtsanwalt und heute mit einem lieben Freund, Arbeitsrechtler Alex Böderich. Guten Tag, Alex. Hallo, Jochen. Fachanwalt für Arbeitsrecht bist du. Ja. Heute geht es um Arbeitsrecht. Urlaub, der lange Urlaub ist hinter uns, aber es gibt noch das, was viele Arbeitnehmer gerne nutzen möchten, um ihren Urlaub zu verlängern. Die berühmten Brückentage. Was muss man da beachten? Hat ein Arbeitnehmer überhaupt Anspruch auf Urlaub in den Brückentagen? Naja, zunächst muss man sagen, warum nehmen wir das jetzt überhaupt als Thema im Moment? Jetzt geht natürlich schon wieder die Planung, der Urlaub für dieses Jahr ist mehr oder weniger durch bei den meisten. Jetzt geht natürlich für nächstes Jahr die Urlaubsplanung los und natürlich auch der Run auf die Brückentage. Warum sind die so interessant? Naja, wenn ich jetzt Donnerstag ist Feiertag, Freitag ist Arbeitstag, Samstag und Sonntag ist Feiertag und dann ist natürlich, wenn ich jetzt Freitag Urlaub nehme, habe ich einen Urlaubstag verbraucht und habe aber quasi, wenn man so will, wenn man es jetzt schon rechnen will, wir rechnen so jetzt nicht, aber wenn man sich so rechnet, ausrechnet 4 Tage Urlaub, kann da schon eine kleine Reise machen und habe nur einen Urlaubstag verbraucht. Wenn ich das, dann gibt es dann immer so in die verschiedensten Medien wird dann immer so ausgerechnet, ich werde auch jedes Jahr zu befragt, ja, wird genau ausgerechnet, wie viel Urlaub man insgesamt dann damit haben kann. Ja. Wie viel? Ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, je nachdem, wie Feiertage laufen. Ja. Aber man kann dadurch eine ganze Menge rausholen. Und jetzt muss man dazu sagen, wie ist es mit dem Anspruch darauf? Also Urlaub an den Brückentagen meint ja immer diese Tage dazwischen, zwischen einem Feiertag und dem Wochenende in der Regel. Ja. Und da ist es so, wie auch sonst beim Urlaub, ich kann meine Urlaubswünsche äußern, auf die Art, wie es im Unternehmen eingerichtet ist, also durch Eintragung in Urlaubsplan, durch Besprechung in einer Teamsitzung, wie auch immer. Und der Arbeitgeber muss die Urlaubswünsche berücksichtigen, es sei denn, betriebliche Belange sprechen dagegen. Mit dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, nein. Macht seinen Urlaub zuerst. Nein, nein, das kann ich zwar so erstmal einrichten, aber das wäre nicht gerecht. Das wäre nicht gerecht, nee. Und das muss macht auch mal böses Blut bei den anderen. Zu Recht, ja. In meinen Ferien ist es ein bisschen anders, wenn die Leute alle in Ferienurlaub haben wollen. Aber bei den Brückentagen gibt es keinen Grund, das nicht gerecht zu verteilen. Ja, bei Ferien kann man immer sagen, naja, die Schulkinder haben, die dürfen tendenziell eher in den Ferien. Ja. Bei den Brückentagen muss man gerecht sein, meiner Ansicht nach. Und insofern kann schon mal das Prinzip, immer wer als erster Zugriff auf den Kalender hat, kann schon mal nicht gelten. Ja. Der Arbeitgeber hat auch immer betriebliche Belange, weil wir alle ja natürlich an den Brückentagen Urlaub haben wollen. Und dementsprechend kann er zu einem bestimmten Teil der Leute sagen, nee. Er muss ja dicht machen, wenn alle in Urlaub sind. Ne? Kann er ja auch. Ja, ich mache zum Beispiel gern dicht. Wir machen tatsächlich dann dicht oder manchmal haben wir auch einen, der sagt, oh, an dem Tag ist es relativ ruhig, brauche ich ein bisschen Telefon nur machen, oder kann man in Ruhe was wegarbeiten. Ja. Eigentlich ist es sogar so, wir finden sogar mal jemanden, der sogar gerne am Brückentag kommt, aber ansonsten würde ich dicht machen, hätte ich kein Problem mit. Aber nicht jeder kann das. Aber nicht jeder kann das. Ja. Und ich finde es ja eigentlich gut, dann haben die Mitarbeiter, eben, wenn sie das so als Erholung empfinden, dann gebe ich denen das eben so und gut, aber das kann auch nicht jeder sich leisten, gerade alle, die Geschäfte öffnen müssen. Ja, gerade in Berlin, wenn die ganzen Touristen kommen. Gerade dann in Brückentagen ist das besonders wichtig. Ne? Besonders wichtig. Und insofern muss das jeder Arbeitgeber letztendlich für sich entscheiden und mit seinen Mitarbeitern abmachen. Aber man kann sagen, grundsätzlich kann ich Wünsche äußern, aber der Arbeitgeber entscheidet es. Aber wir haben immer dieses Problem, dass alle dann diese Brückentage nutzen wollen. Kann ich das nicht einfach dadurch vermeiden, dass ich den Urlaub an Brückentagen generell für keinen zulasse? Nein, das kannst du auch nicht, denn du brauchst ja betriebliche Belange. Und das kann ja höchstens jetzt sein. Streitvermeidung. Nein, du kannst ja eine Entscheidung treffen, es gibt ja keinen Streit, du entscheidest ja. Und wenn es eigentlich passt, musst du ja jetzt auch dagegen klagen. Ja? Aber wenn du deine Entscheidung gut begründen kannst, ja, dann zum Beispiel einfach gerecht verteilst, mathematisch verteilst die Brückentage, dann macht das weder böses Blut, noch kann man sagen, es sind keine betrieblichen Belange. Aber ich würde immer sagen, wenn du generell das verbietest, dafür gibt es keinen Grund, den sehe ich nicht. Wenn du jetzt vielleicht so ein Souvenirladen bist, der in Berlin immer gerade an den Brückentagen den höchsten Andrang hat, seinen ganzen Umsatz an Brückentagen macht und kurz vor Weihnachten, dann könntest du das machen. Ja, dann wären das betriebliche Belange, wenn du wirklich die Leute brauchst, aber ansonsten nicht. Okay, und du bist eine Anwaltskanzlei, seien wir mal ehrlich, an den Brückentagen so viele Leute rufen da nicht an. Unsere Mandanten sind doch auch im Urlaub. Also,
Also viele nutzen da schon die Möglichkeit, gerade ihren Brückentag da mal aufzuräumen und das zu machen. Nur bei dir. Die, ja, wollen, die wollen dich fertig machen. Meine ich. Ach, okay, dann bei mir ist meine sind alle im Urlaub. Das ist doch klar, aber so. Also, und wenn man am Brückentag einfach dann mal krank wird? Ja, das ist so eine beliebte Notlösung für viele Arbeitnehmer. Ja. Aber das sind genau die Art Krankheiten wie auch die Montagskrankheiten, die, ja, sehr stark statistisch haben. Sind die bekannt? Ja, die sind hier auch bekannt. Dicht gefolgt, also es gibt die Montagskrankheiten, dicht gefolgt von den Freitagskrankheiten, ja, und dann kommen schon die Brückentagskrankheiten. Ja. Und danach kommen die vor dem Urlaub und nach dem Urlaub Krankheiten. Ja. Das ist so die Rangliste nach meiner persönlichen Beobachtung. Und das ist hat alles das gleiche Problem. Kann sein, wenn ich einen Arzt habe, der schreibt mich krank, alles gut, alles okay, kann der Arbeitgeber nichts machen, aber sozial im Unternehmen nicht sehr gut. Nee. Im kleinen Unternehmen, wenn ich keinen Kündigungsschutz habe, auch nicht sehr gut. Also das macht böses Blut unter denjenigen, die sich fair verhalten und diese Montagskrankheitstage nicht haben. Das ist ein echtes Problem. Und ich spreche dann mit Mitarbeitern und frage, ob sie denn. Ob ich mir Sorgen um ihre Gesundheit machen muss, wenn sie immer krank sind. Du, ich empfehle Leuten sogar, ehrlich gesagt, eher krank sogar an diesen Tag hinzugehen, wo man, wenn man denn Arbeit hat, eher sich dahin zu schleppen, um diesen Anschein zu vermeiden, man hätte sich da unkollegial verhalten. Sowohl gegenüber dem Arbeitgeber, vor allem gegenüber den Kollegen. Ja, das ist. Ja, die Kollegen werden und fragen sich, warum sind wir so dumm und machen das nicht? Ne? Natürlich. Und irgendeiner muss ja die Arbeit machen. Also das heißt, entweder der Arbeitgeber pfeift dann andere ran oder die da sind, die dann wirklich auch da sind, die müssen dann noch mehr arbeiten an diesem Brückentag. Und ich sag mal, zumindest bei mir ist es so, die Mitarbeiter, die am Brückentag kommen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die erhoffen natürlich an dem Tag ein bisschen Ruhe zu haben und mal in Ruhe irgendwas zu machen. Wenn die jetzt natürlich für alle anderen noch die Arbeit mitmachen müssen. Ja, das ist nicht gut. Gibt es denn die Möglichkeiten, den Urlaub dann zu verlängern irgendwie, wenn man am Brückentag krank ist? Wenn man am Brückentag krank ist dann und eigentlich da Urlaub hatte, dann hat man ja keinen Urlaub genommen, dann verlängert sich der Urlaub automatisch, man muss sich natürlich krank melden, wie immer. Aber ich sag mal, grundsätzlich stellt sich ja auch immer die Frage, inwieweit man auch noch auf andere Weise den Urlaub verlängern kann. Und wie kann man das? Brückentage sind ja nicht alles. Also viele vergessen, dass es auch noch Bildungsurlaub gibt, wenn man den Arbeitgeber ärgern will. Ja. Nimmt man Bildungsurlaub? Also wenn das schon mal Bildung gut. Aber ja, du ja, viele Arbeitgeber nicht. Also das ist nicht so beliebt. Ja. Und ansonsten, was gibt es noch für Möglichkeiten, den Urlaub zu verlängern? Für natürlich. Aber das zählt gut, das zählt als Urlaub, ne? Der Bildungsurlaub ist. Ist in den 24 Tagen drin. Dann nein. Der hat extra gezahlt, ja, genau. Ich habe ja auch nicht in allen Bundesländern überhaupt diesen Anspruch. Ich glaube, in Sachsen gibt es das nicht, in Bayern. Also überall da, wo die schon viele Feiertage haben, zu meinem Gefühl, da gibt es das gar nicht. Okay. Auf jeden Fall nicht in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg gibt es den nicht. Aber ich bin nicht ganz 100% sicher, ob das so stimmt. Also Sachsen und Bayern auf jeden Fall nicht. Und in anderen Ländern ist das zusätzlicher Urlaub. Ja. Ich muss mich mal an die ganzen Regeln halten, aber okay. Also das muss ein anerkannter Träger sein. Also da gibt es jetzt diverse Sachen. Eins, das würde jetzt zu weit führen, machen wir mal irgendwann ein extra Video. Ja. Aber auf jeden Fall ist das zusätzlicher Urlaub. Das macht tatsächlich zusätzlicher Urlaub. Ja, ich kann mich natürlich immer in meinem richtigen Urlaub auch irgendwo noch bilden, aber da empfehle ich ja mal, sich da eher zu erholen. Okay. Ja. Ich meine, wenn ich da in meinem Urlaub, viele machen im Urlaub Sachen, die woanders als Bildungsurlaub durchgehen. Ja. In Berlin kannst du Bildungsurlaub alles Mögliche machen, bis hin zur Sprachreise. Ja. Okay, dann haben wir glaube ich zu dem Thema alles gesagt. Bedanke mich. Alles nicht, aber alles Wichtige. Nein, danke. Ich wollte mich auch bedanken. Alles klar. Alex, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja. Tschüss.